Ihr wart weg mit mal. Überlegen, danke. Mama hat kein Kleid, das habe ich ja unglaublich hier. Wie ein Marathon laufen. Stellt euch mal ganz sympathische Höhe. Stellt euch mal vor, Kamera. Oh, fängt das Licht an zu flackern. Autofahren. Und jetzt kommt hier. Was? Autofahren. Wer will Autofahren? Mama. Was willst du? Ja, ich darf Autofahren. Ich will auch mit. Das Auto da. Ich will auch mit. Ich will auch mit. Ich setze mich hier hin und Mara kommt hier unten. Genau, und dann habe ich hier die beiden Mali und Maras. Ja. Sorry. Die Lampe wird am Fuß bleiben. Die kommen bleiben. Ich habe eh ich park, ich park alle. Bei uns rufen zum Beispiel auf. So, wie kann das dann? Mach ich das so, da ist noch. Kann ich schon schwimmen? Du bist so lange sein. Ja. In Deutschland so? Nein. Ich krieg erst eine Unterschrift. Na, dann fangt mal an, Jungs. Tschüss, wir sehen uns morgen. Ich sag zu euch auch so, tschüss, bis morgen. Ja, waren ja auch lange unterwegs heute.
So. Nein. Also müssen wir hier morgen früh erstmal frühstücken runter. Ist auch hier mit alles drin. Ja, wenn du die Scheine dazu gekriegt hast, klar. Da ist. Wo ist dein Handy? Ist das da drin? Ja. Guck nach. Ja. Guck nach. Weil das sehr. Da ist ganz schön was los, wa? Hat Mara Schuhe und hat seine Schuhe. Tanja! Klasse. Brauchst du dich mehr anziehen? Brauchst du nicht anziehen? Ich bin schon mal 21. Alles gut. Was soll er da draußen stehen und rauchen, wa? Alter! Tanja, die schreiben alle, wir sollen, wenn es später ist, noch mal in die Bar hochgehen. Der Blick von da oben in den Innenraum wäre kolossal. Seid ihr satt? Wollen wir in den Yoga-Kurs gehen? Ja, klar. Ich habe sogar meine Sportleggings dabei. Aber ich habe nichts dabei. Ja, dann gehst du halt nackt. Dann bist du. Was hast du gerade gesagt? Was soll deine Oma? Meine Mutter geht auch nackt in meine Schule. Oh. Nackt in deine Schule? Ja, mich abholen. So, jetzt ist aber Schluss. Nein. Gute Nacht. Ich verabschiede mich jetzt auch. Ja, also was mache ich? Nehmen die Finger weg, das gehört Oma. Alter, schnür jetzt mal. Das gehört Oma. Nicht alles, das gehört dir nicht. Nee, das nicht. Das kannst du auch gerne behalten. Ja, der ganze Rest gehört Oma. Nein, ich brauche das nur, damit ich da unten rankomme. Gehört dir das? Hm. Ja. Nein. Wem gehören die Kakaos? Die hat Oma gekauft. Was gehört uns hier? Das hier, ne? Ja, nur die. Nix weiter. Die? Ja, das war's. Und alles, was ungesund ist, ist von Oma. Also alles, was aus Gelee besteht. Kannst ruhig was aufmachen. Das sind die einzigen, die ich essen will. Naja, dann ist doch gut. Ey. Ja, da ist auch keine schweinische Gelatine drin. Ja, ja, kannst du ja essen. Ey, tschüss, hab ich so, jetzt nochmal. Ich auch, genau. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auch fertig. Wir gehen jetzt in den Europa-Park. Mutter, du bist immer dann, wenn ich rede. Doppelblock. Nee. Doppelblock, nee. Ja. Ja, Kinder warten schon. Wir treffen uns um 11 Uhr mit den anderen ein von Fitvia. Keine Werbung, unbezahlte Werbung. Ja. Mal sehen, was heute. Oma, 5 Euro. Bitte 7,50 Euro, ey. Später geht's weiter. So, Leute. Jetzt guckt mal hier. Haha. Ein echter Leuchtturm. Niedlich gemacht. Tanja, ich denke, das sind auch Hotelzimmer sind. Da drin. Schön, ne?
Hier ist alles so ein bisschen auf Italien gemacht, wie gesagt. Kolossum in dem Hotel, wo wir sind. Das ist auf der Seite. Hier mit den kleinen Gondeln und so ist richtig schön gemacht alles. Ja, heute Abend gehen wir hier irgendwo essen, ne? Was übrigens sehr, sehr schön ist von Fit Via, die haben uns komplett eingeladen. Also Tanja, und die konnte halt so und so viele Leute mitbringen. Und Essen, Trinken, alles drin, wirklich schön. Richtig angenehm alles, nette Leute. Auch die beiden anderen von, die da noch mitmachen. Ne, Tanja? Sehr nett alle. Und die Bounty. War sehr schön alles. Ja. Wir gehen da mal rüber und gucken mal, ob da irgendwo eine Speisekarte ist, ne? Ach so, da müssen wir. Hier kann man, glaube ich, irgendwo rüber, oder? Also das, wir nehmen das rechte links, ja, Tanja? Tanja? Ja, den gucken wir nochmal ganz kurz. Hier links gleich, obwohl, ne? Das rechte links nehmen wir. Ich meinte so links. Ach, köstlich. Bellrock. New England Hotel. Ja, hier gehen wir. Die Marlene kriegt heute noch eine von mir vom Kopf. Traurig, das mal alte Frau. Ja. Wo ist der Pool? Oh, könnt ihr ja reingehen. Da kann man bestimmt von draußen rausschwimmen, von drinnen rausschwimmen. Ja, unten auch. Ja? Ja, ist zu. Ja, habe ich doch gesagt. Nein, ich will da draußen lang gehen und gucken. Glaube ich nicht, dass man da. Na, dann gehen wir reingucken. So, wir wollen gucken, ob wir hier eine Menükarte finden für heute Abend, dass man mal gucken kann. Auch sehr schön. Auch sehr schön, aber ich muss wirklich sagen, das andere Hotel gefällt mir wesentlich besser, ist größer, offener. Nicht ganz so voll gepoppt wie das hier. So, hier ist schon eine. Pff. Hey, sie wollte doch da hoch. Ja, wie Mama. Tanja. Ich gehe da hoch. Mama, das ist der Außentor. Geh hoch, ich filme dich. Ich komme nach vorne dahin, dass ich dich richtig sehen kann. Wir müssen nach vorne gehen, dass wir sie filmen können da vorne. Geh hoch, Schatz. Geh hoch, Schatz. Schon süß gemacht, ich mag so. Ja. Soll ich den Mann mal da rausschubsen? Ja, los. Und dann düsen wir damit durch die Gegend. Alle hinten rein. Vielleicht lässt meine Mama mich damit fahren. Nee, ich fahr damit. Nein, ich fahr damit. Alter, seid ihr noch ganz dicht alle? Fahr ich mit dem Pferd da. Ja, ich fahre mit dem Pferd. Hey, das ist ein Läuft oder ein Steh rum. Damit es keine Angst bekommt. Vor mir, weil ich so geil bin. Oh. Ah, da ist sie. Da ist sie. Meinst du, in den Geschenken ist was drin? In dem großen, da könnte ein iMac sein. Can we go to the Europa Park because I'm so busy. Lass uns mal in Europa Park gehen, weil ich ja so beschäftigt bin. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Mara, wo bist du?
egal. Ah. Warte. Das sieht aus, als ob du in so einem Raum drinne sitzt. Und ich bin der Wetter. Die sind da draußen am Bilder machen und so von Fitvia und die drei Leute, die drei Mädels da draußen. Ja, die sind da irgendwie am. Ist egal, macht weiter. Ist nicht schlimm, wir mitten da lang gemusst, aber geht ruhig. Jetzt sind die Mädels da im Kettenkarussell. Marleen! Marleen! So, da ist jetzt gerade Mara drin. Marleenchen und ich warten auf größere Sachen. Wir warten auf bessere Sachen. Ja, ich will diese eine Fahrt, diese eine Scheiße. Achterbahn. Machen wir schon. Zieh mal Maris weiter ran. Ich guck schon. Die steht da vorne bei denen. Hier ist jetzt warten. Wir warten jetzt auf die Bahn, weil die Mädels da alle drinne sind. Hier. Und. Never. Ja. Mal gucken, wann sie da rauskommen, wo sie da rauskommen. Deine Mütze rutscht gleich wieder runter. Zieh mal ein Stück runter, Schatz. Nicht machen. Waren Sie da drin? Nein. Ich habe gesagt, es kann sich jetzt nicht verschieben. Nein, egal. Es war noch 10 Minuten nur. 10 Minuten nur. Weißt du, dass die dich verarschen? Nee, nee. Nichts, nee, du weißt es doch gar nicht. Warts ab! Das im Freizeitparken halt so. Ja, ja. Ja, ist ehrlich so. Parks. Ja. Du bist nicht besser in Deutschland. Einzigste. Du darfst mir überhaupt eine Stadt sehen. Ich bin besser, obwohl ich halb halb bin. Bock, 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 bock. Was will sie? Bock, 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 bock. Tack, 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 tack. So, jetzt geht's, wenn alles gut geht, zu irgendeiner großen Achterbahn. Da wollen wir fahren. Marleen und ich. Achso. Thank you.
gehen wir hier in den Märchenwald. Den Geschenkebaum, den finde ich gut. Da. So, jetzt geht's in die Achterbahn. In die große da, in die. Da gehe ich mit Marlenchen rein. So, langsam ist es dunkel geworden. Umso schöner sehen die Bäume aus mit den Lichterketten. Da ist ein Springbrunnen. Es wird auch langsam ganz schön kühl. Heute Morgen habe ich Tanja noch ausgelacht, dass sie ihren Griff vom, bleibst du mal kurz, den Griff vom Kinderwagen. Handmuff. Ein Handmuff. Ich habe den extra nur dafür gekauft. Rangeklemmt hat. So, hahaha, bei 12 Grad plus. Aber jetzt abends streiten wir uns, wer Maris schiebt. Ja. Aber war eigentlich ein schöner Tag, ne? Das sieht cool aus hier. Da in der Kugel waren wir drin, da ist eine kleine Achterbahn drin. Aber die geht ganz schön fix. Ja. War alles schön eigentlich bis jetzt. Ich habe heute Morgen gefrühstückt und eben vor einer halben Stunde eine Bratwurst gegessen, eine Rostbratwurst. Und ich muss sagen, die war wirklich lecker. Ja. Jetzt gehen wir Richtung Riesenrad. Da treffen sie sich alle nochmal. Die wollen da reingehen und da wollen sie dann irgendwelche Storys machen. Aber ich gehe da nicht mit rein. Riesenrad ist nicht Mamas Ding. Nee, nee, nee. Ja, so, ich denke mal, ich mache die Kamera nachher bestimmt noch mal an. Aber jetzt sind mir hier meine Finger ganz schön kalt. Naja, kann man auch Mitte Dezember mit rechnen, wa? 12 Grad plus heute Mittag gehabt. So viele Lichterketten, so viele Weihnachtsbäume. Schon verrückt. Ja, sieht schon wirklich, wirklich schön aus. Machen. Oh,
und jetzt sind die drei Frauen da drinnen. Morgen. Wie ihr seht, wieder unterwegs Richtung Heimat, Richtung Hamburg. Ja, war schön, ne? Fazit eigentlich war super schön. Hotel war gut, Essen war überwiegend gut. Naja, Buffet abends war nicht so berauschend, ne? Also jetzt. Gestern Abend, das ging. Da war mehr Auswahl, finde ich. Ja? Nee, ich nicht. Aber gut. Irgendwer hat immer irgendwas zu meckern. Also das sowieso. Und ich sowieso in Sache Essen. Da habe ich ja wirklich einen Knall. Das wisst ihr ja alle. Aber gut. Ansonsten, also im Großen und Ganzen waren schon schöne Tage. Ne? Kann man nicht anders sagen. So, wie gesagt, jetzt unterwegs Richtung Hamburg. Und mal sehen, was noch so passiert heute. Bei uns ist es, du kommst gerade ein Laster vorbei mit dem langen Trailer. Ich wollte euch jetzt gerade noch mal ein bisschen was von Frankfurt zeigen, aber in dem Moment, wo ich die Kamera angemacht habe, da war es das schon. Unglaublich, aber da hinten kommt noch ein bisschen was. Ja, wir sind jetzt Höhe Frankfurt. Hier ist auf jeden Fall die Einflugschneise zum Flughafen, haben wir gerade gesehen. Und ja, teilweise wird es immer ein bisschen heller da hinten, aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich echt mieses Fahrwetter. Aber 14 Grad plus, ich meine, ne? Das hat ja auch was. Noch bei 9. Jetzt sind wir bei 9? Naja, ist immer noch warm genug. Naja. So, das war jetzt. Was? Er spricht wieder auf seinem Babysprachenzeug. Jetzt haben wir hier eine kurze Pause. Natürlich einmal am Tag hier so MC. Warum die Schuhe ausziehen? Ja, ich habe dann auch eine Portion Pommes gegessen. Und jetzt geht's weiter. Ich kann noch mal auf deiner Babysprache sprechen. Ey, ready, Teddy? Ey. Welcome to Vero. Du bist ein Mädchen. So, jetzt geht's weiter im Takt. Okay, dann gut. Wir haben es geschafft. Seit einer halben Stunde sind wir zu Hause. Und ja, wir haben alles, wie gesagt, alles erledigt, alles gut. Ne, Marali? Mama hat gerade Essen. Ja, Tanja ist losgefahren zur irgendeiner Pizzeria, keine Ahnung, mit Matthias zusammen. Die holen uns jetzt Pizza und Nudeln und ja. Ich habe mich für Nudeln entschieden. Jeden Tag Pizza ist auch nicht so mein Ding. Gut, also wie gesagt, Fazit vom Wochenende war wirklich super schön. Ihr habt ja vieles, habe ich euch ja zeigen können. Und nee, war ehrlich toll. Also absolut. War richtig gelungenes Wochenende. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Guten Morgen. Hallo. Ich bin noch bei Tanja. Aber nicht mehr lange. Stunde ungefähr wird sie hier sein, vom Büro aus. Dann werde ich noch ein Brötchen essen und dann fahren wir nach Hamburg.
14 Uhr Abfahrt, 17.30 Uhr in Berlin Ankunft, da holt mich Sammy ab und dann fahren wir zusammen zu Jasmin. Und dann bleibe ich bei Jasmin bis zum Rest der Zeit, wo ich in Deutschland bin. Ach nee, ich fahre ja noch einmal zu Tanja über Silvester. Ha, ha, ha. Ja, ich werde berichten. So, jetzt geht's mal los. Ach Katze, du bist im Weg. Ja. Opa. Kannst du? So. Und los geht's. Nach Hamburg im Doppelvlog. Und? Sie sucht meinen Schal. Ach Mann, ich mach hier noch mal auf. Da war ich gerade schon dran. Ja, vielleicht im Kinderwagen. Ach Mann, ey. Warte mal, hier ist doch die Jacke. Nö. Das ist schön. Hattest du den denn noch mal? Ja, natürlich. Und wo hattest du den? Den hatte ich um, als wir ins Auto gegangen sind. Und wann hast du ihn abgemacht? Tanja, als wir ins Auto gestiegen sind. Hast du vorne geguckt? Das darf doch nicht wahr sein. Wo soll der denn vorne sein? Bitte schön. Ach, Mann, ey. Das heißt für mich wieder einen neuen Schal kaufen. Ich suche nur einen Schal und mit hoch. Tja. Okay, weiter geht's. So, wie ihr seht, wir sind schon in Hamburg, aber noch ein bisschen früh, bisschen früh. 13.09 Uhr, der Bus geht erst um 14 Uhr, also müssen wir uns noch ein bisschen hier die Zeit vertreiben, keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. Aufgemacht. Das war ich. Sag, ich habe dich gerade dreimal gefragt, weißt du so. Hab ich nicht. Ja, ich weiß doch nicht, dass diese komische, blöde Schachtel so komisch heißt. Mary Luminizer, was ja. Ist so komisch? Alter. Naja, jetzt habe ich Mary Luminizer aufgesaugt, meine Hose gesäubert und die schmeiße ich jetzt dafür raus. Ich hätte die einfach getötet, die paar Perlen, die da auch drin sind. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Doppelblock, den wir hier drehen. So, Maris Bär hier ist auch noch da. Ja. Ist auch mit dabei. Der ist müde. Ja. Stopp, hat er. Der ist müde. Genau. Meine Mutter fährt jetzt noch und kommt am Stopp, Oma. 27. glaube ich wieder. Habe ich auch mir jetzt merken können, weil ich mir schon heute 20 Mal eine PDF angeguckt habe mit Rechnungen drin. Wo ja auch keine Zahlen drin stehen. Und ich nicht 8-mal gesagt habe, scroll mal weiter. Da ging nichts zu scrollen. Da kam Zettel für Zettel nach. Gewachsen. Ja, ja, immer mehr. Oma, kannst du jetzt gehen? Warum? Ist der wieder. Warum? Er hasst es. Also wenn er was hasst, dann nach der Kita nicht nach Hause fahren. Der muss nach Hause und eine Stunde sich hinlegen und ausruhen und dann geht's weiter. Oma, kannst du jetzt gehen? Und wenn ich wiederkomme, Oma, hast du Bonbons mit? Ja. Ja. So, die böse, meckernde Oma geht jetzt nach Hause. Und ich fahre nach Berlin. Wieder auch nach Hause, aber muss noch einkaufen. So sieht das mal aus. So, okay. Ich mache hier mal Schuss für heute. Nee, nicht für heute, aber für jetzt.